Einsturz einer neuen Fußgängerbrücke nahe der US-Metropole Miami sind nach offiziellen Angaben mindestens 6 Menschen getötet worden. Das sagte Florida-Senator Bill Nelson am Donnerstag, dem Sender CBS. Vertreter von Polizei und Feuerwehr wollten vor Medien lediglich bestätigen, dass 8 Menschen in Kliniken gebracht worden seien. Zu deren Zustand sagten sie nichts. Die Brücke war erst am Samstag aufgerichtet worden und sollte Anfang 2019 offiziell für den Fußgängerverkehr freigegeben werden. Sie sollte Berichten zufolge so stabil ausgelegt sein, dass sie Hurrikanen widerstehen kann. Die 950 Tonnen schwere Brücke sagte in ganzer Länge von etwa 53 Metern durch und fiel auf die darunterliegende, 7-spurige Straße. Dabei begrub sie 8 Autos unter sich. Eine Augenzeugin sagte dem Sender ABC, der Einsturz habe sich angehört wie ein Erdbeben. Die Brücke führte von der Stadt Sweetwater, Bezirk Miami, zum Campus der Florida International University, FIU. In Sweetwater leben Berichten zufolge etwa 4000 FIU-Studenten. Die Universität erklärte in einer Mitteilung, sie sei schockiert und bestürzt über das Unglück. Zur Unglücksursache gab es zunächst keine Angaben. Der Bauträger kündigte eine Untersuchung an. Die Baukosten werden mit 11,4 Millionen US-Dollar angegeben. Deutsche Presseagentur.